Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne, herzlich willkommen zur Auflösung unseres Giveaways. Ihr könntet drei Premium-Schiffe gewinnen, also eins davon. Platz 1 bekommt die Messe Tyschitz, Platz 2 die Z39 und Platz 3 die Admiral Graf Spee. Wenn ihr diese Schiffe schon haben solltet, dann könnt ihr dafür oder erhaltet ihr dafür Dublonen und dann könnt ihr das Schiff holen, was ihr gerne haben wolltet. Also, ich habe jetzt viele Kommentare gesehen, die gesagt haben: Wenn ich gewinne, möchte ich gerne die Graf Spee haben. Es ist leider kein Wunschkonzert. Ich werde die Preise rausgeben, die ja, der Platz eben bekommt. Ne? Wenn du Platz 3 hast und Ende die Massachusetts haben willst, bekommst du eben die Graf Spee. So ist das hier leider. Wenn ich ein eigenes Giveaway mache und mir die Preise nicht gestellt werden, ist es vielleicht ein anderes Ding. Aber ich habe es jetzt auch nicht von vornherein eingeräumt, dass man sich Schiffe wünschen kann. Und von daher werde ich so verfahren. Ich will jetzt einfach ganz klar nach den Regeln gehen. Die Regeln waren ganz einfach. Ihr nennt euren EU-Server, also EU-Server, ihr nennt euren Server, ob in EU, US, Asia oder sonst wo. Dann nennt ihr euer Nickname, richtig geschrieben mit Groß- und Kleinschreibung und hast du nicht gesehen. Und dann nennt ihr, warum ihr gewinnen wollt. Also, dieses Schiff möchtet ihr besonders gerne haben, ihr sammelt Schiffe oder was ihr an dem Seekraut-Kanal mögt. Ja? Aber einfach nur den EU-Server oder den Servernamen. Und den Server, ja, nennen, also zwei Sachen statt drei Sachen, das zählt bei mir nicht, weil ich ganz klar gesagt habe, ich möchte drei Sachen haben. Ich möchte den Server haben, ich möchte den Nickname haben und ich möchte die Begründung oder eine nette kleine Anekdote haben. Ja, ich habe jetzt auch gesehen, zwei, drei Leute haben einfach nur das Minimum drunter gesetzt, die dafür, wenn die jetzt gewinnen sollten, werde ich definitiv nochmal neu ziehen für denjenigen. Ne? 95 Daumen nach oben bekommen, fast 1000 Aufrufe mit dem Video erzielt. Da sage ich vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Einen Daumen nach unten gibt es wohl auch. Keine Ahnung, warum, ob da nur das Schiff schon existierte oder weiß der Geier. Einfach nur Daumen nach unten, ohne zu kommentieren, ist ein bisschen peinlich. Man muss schon sagen können, warum, vor allem konstruktiv sagen können, warum ihm das Gewinnspiel nicht gefällt. Das fände ich eigentlich ganz erwachsen. Ja, aber gut, nehmen wir jetzt mal so hin. Wir kopieren hier den Link. Und gehen dann auf den YouTube Comment Picker. Ich hatte ja gesagt, dass ich darüber ziehen werde. Dann den Link reinsetzen, ziehen uns die Comments. 133 Comments. Wir filtern die Duplikate. Ja, dann sind es noch 131 Kommentare. Also ja, 131 und 3 davon ziehen wir jetzt. Und der Platz 3 geht an. Daniel79G. Magenda ist wahrscheinlich sein Name. Server EU. Auf die Sirius bin ich über Facebook aufmerksam geworden und man kann nie genug Schiffe haben. Das ist vollzählig, wenn auch eine kurze Begründung, aber das ist vollzählig und damit geht P3 an Magenda. So. Der nächste Gewinner gewinnt jetzt die Z39 und das ist. Wer möchte kann zukünftig Zerstörer fahren? Tori PB, Server EU. Und er hat geschrieben: Ich möchte gewinnen, da ich gerne WoW spiele und auch gerne das T8 oder T7 Schiff hätte. T6 ist schon vorhanden. Na, dann hast du jetzt gerade deine Z39 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Tori unterstrich großes P, großes B geht an Platz 2. Und jetzt steigt die Spannung. Wir ziehen unseren ersten Platz heute. Und der erste Platz geht an. Klick. Jetzt werden nochmal die letzten Namen gefiltert hier. Spannung. Okay. Daniel79 kann irgendwie nicht schon wieder gewonnen haben. Ich dachte eigentlich, er würde diejenigen, die gewonnen haben, schon mal rausschmeißen. Aber gut, er kann natürlich nicht nochmal gewinnen, deswegen ziehen wir dann den ersten Platz nochmal, ist ja logisch. Und der Gewinner für Platz 1 ist Diablo Bo. XDiablo666 hat den ersten Platz. Server EU, ich würde mich nur für die Massachusetts interessieren, da ich die anderen beiden schon habe. Herzlichen Glückwunsch, ich bin durch Twitch auf euch aufmerksam geworden. Das ist mega. Kurze, bündige Sachen. Da sind zwar auch, ihr könntet natürlich auch jedem anderen gegönnt, der jetzt einen ausführlichen Text geschrieben hat und so weiter, wäre eine tolle Sache gewesen. Aber nichtsdestotrotz, jeder, der die Regel einhält und alle drei Sachen reinschreibt,
der kann hier natürlich auch gewinnen. Und in dem Fall hat Diablo Bo den ersten Platz gewonnen. X Diablo 666. Alles klar. Du, an dich geht die Messe Tierschütz, an Magena geht die Graf Spee und an Tori unterstrich PB natürlich geht die Z39. Ja, wie gesagt, mir bleibt es nur noch mal zu sagen, herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner und vielen, vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. Und ein kleiner Hinweis, der Februar wird ganz besonders giveaway-lastig bei Seacrowds, weil wir nämlich im Februar Geburtstag haben. Der Clan wurde im Februar gegründet. Also ihr solltet vielleicht, ja, zusätzlich zu den interessanten Inhalten, die wir natürlich für euch parat haben, hier bleiben und ein bisschen darauf achten, was wir demnächst so in unseren Livestreams raushauen. Wir haben jede Menge Codes, die wir demnächst verlosen werden und wir haben uns auch schon so wieder so ein paar Sachen im Hinterkopf, die wir dann zum Geburtstag hier verlosen wollen. Also, in dem Sinne, ich danke recht herzlich für eure Zeit und sage bis zum nächsten Mal. Euer Seacrowds-Team, euer Andi. Ciao, ciao.